Und die Woche beginnt mit Erdbeeren. Rohkost meets gegrillte Pilze. Das sind gegrillte Pilze, die habe ich einfach hier auf den Kontaktgrill draufgeschmissen und dann auf meinen Salat drauf. Das Dressing besteht eigentlich nur aus Knoblauch und Sonnenblumenkernen, ansonsten frisches Gemüse, ein bisschen Salz noch drin und ja, das war's. Jetzt gibt es einen Smoothie mit Orangen, Hanfsamen, sehr viel Petersilie, Apfel und Staudensellerie. So, jetzt gibt's Datteln, Bananen und Paranüsse. Nun gibt es eine Bowl mit Haferflocken, Bananen und obendrauf noch Kakaobohnen und Heidelbeeren und noch getrocknete Heidelbeeren. Und drunter ist ein Smoothie aus Orangen und viel, viel Petersilie und auch noch Staudensellerie, glaube ich, und Leinsamen. Und jetzt gibt's wieder einen Smoothie. Wie jetzt sich in den letzten Tagen so ein bisschen etabliert hat. Einfach sehr viel Petersilie und Orange. Das ist eine super Kombination, kann ich jedem nur empfehlen. Das ist quasi das Äquivalent zu dem Smoothie. Hier ist im Endeffekt das Prinzip ist dasselbe. Viel Orange, viel Petersilie. Nur ist jetzt oben halt noch gekeimter Buchweizen drauf. Getrocknete Sanddorn, getrocknete Weintrauben und frische Blaubeeren. Dazu noch Kakaobohnen. Auch gerade frisch gemahlen. Jetzt gibt es hier so einen, sozusagen einen halb asiatischen Salat mit ein bisschen Asia-Gemüse und drunter sind aber ganz normale Zutaten für einen Salat. Und ganz schön ist, ganz unten sind Glasnudeln. Die habe ich tatsächlich jetzt ein bisschen für mich entdeckt. Ich tue die einfach nur 5 bis 10 Minuten in heißem Wasser einweichen, dann kalt abspülen und dann esse ich die. Das im Endeffekt besteht es aus Sojabohnenstärke und Mungbohnenstärke. Und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Alternative, wer gerne Nudeln mochte und keine Ahnung, ob das jetzt Rohkostqualität ist oder nicht, vermute mal nicht, aber ja, schmeckt auf jeden Fall schön im Salat und ja, so eine sättigende Komponente und High Carb und meiner Meinung nach oder mein Körper sagt dazu, hey Christian, das ist echt gut. Und jetzt gibt es mal richtig ungesunde, viele Variationen von ungesunden, aber naja. Es gibt manchmal Tage, wo man dann einfach zuschlägt. Das hier sind übrigens alles glutenfreie Produkte. Nicht, dass ich da einen Wert drauf legen würde, aber diejenige, mit der ich jetzt hier bin, die möchte das. So, und das ist so, ja, das ist ein Frischkäse, das schmeckt sehr lecker. Und naja, und das andere sind ja so Bällchen halt und das sind so Kürbiskern-Ding und das sind so Tofu. Ah, das ist schön. Jetzt gibt es eine halbe Melone. Und jetzt gibt es die andere Hälfte der Melone. So, jetzt gibt es wieder mal eine Smoothie Bowl mit viel Petersilie und ja, wie immer Orange und da drauf sind halt noch Paranüsse jetzt, gekeimte Buchweizen, Mohn und ein paar Sultaninen. Und jetzt gibt es einen Smoothie, der besteht aus sehr, sehr viel Petersilie und ungefähr, nicht ungefähr, sondern exakt 5 Orangen, einer Banane und eine Handvoll Himbeeren. So, jetzt gibt es Banane, Nüsse und Datteln. Ja, und zum Trinken gibt es die ganze Woche immer wieder diesen Rohkost-Tee hier, oder nicht immer, manchmal gibt es auch einfach nur Wasser, aber ganz häufig einfach diesen Rohkost-Tee. Ich nehme meinen Tee von Roberts Teehaus, ich habe ja schon mal eine Rezension drüber gemacht. Ich verlinke euch das Video und verlinke euch auch unten den Tee. Bin nach wie vor total begeistert, vor allem von einem Tee, aber da gibt es unbedingt noch ein Video, ich muss das mal rausbringen. Und ja, ansonsten trinke ich eigentlich nur Wasser und ich trinke auch Cola. Ich habe eine Red Bull Cola die letzte Woche getrunken oder weiß nicht, ob es letzte Woche war, aber generell habe ich auch Red Bull Cola getrunken in letzter Zeit und ja, deswegen, da bin ich nicht allzu glücklich drüber, obwohl die Red Bull Cola relativ gute Inhaltsstoffe hat und die auch in Bioqualität existiert, aber das ist nicht der Grund, warum ich das trinke, sondern einfach, ja, ich bin irgendwo und trinke halt die einfach dann, weil ich kein Wasser dabei habe und ja, so eine Cola gibt halt auch immer so einen Schuss Zucker und Koffein und ja. Aber da habe ich etwas Neues entdeckt. Ich habe mir nämlich eine eigene Cola, die Rohkost-Cola gemacht. Aber im Großen und Ganzen ist halt wirklich der Tee, der Rohkost-Tee, da mein Getränk in der Woche und vor allem Wasser.
Guten Tag.